Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieh dir das mal an. Okay, wir müssen jetzt auf die Ablenkung warten. Rein zufällig sind wir hier. Ansehen. Halt, wir müssen warten, bis die Luft rein ist. Alles klar, wir schauen uns das mal an, was da drinnen überhaupt abgeht. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Ah, ist das schön, wie die Polizei sich hier... Die ist auf jeden Fall da. Okay, wir müssen jetzt rein. Shit, Gangmitglieder, vermutlich bewaffnet. Alarm, das Revier wird angegriffen. Wow, das habe ich nicht erwartet. Doch, ich schon, ich hab's erwartet. Ich habe da stark mit gerechnet, dass sowas passiert. Okay. Er hat aber noch den Knopf gedrückt, das ist nett. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Aha. Verdächtiger in Sicht. Die Party ist vorbei, du Lump. Manu, ich hab doch die ganze Zeit. Manu, ich hab die ganze Zeit. So, wir ändern den Plan. Denn ich will dich nicht dabei haben, Toolshed. Du bist, doof. Professor Chaos will ich eigentlich auch nicht dabei haben. Wondertweak, ah, eventuell. Ich möchte Timothy mit dabei haben, aber Timothy dürfen wir nicht mitnehmen. Professor Timothy. Ich glaube, wir bleiben mal erstmal bei Tweaky. Bei Tweaky Boy bleiben wir erstmal. Okay, Kampf starten. Mann, die ersten Brennstellen sind schon fast tot. Hoffentlich hat mein Taser noch Akku. Akku. Das ist gut, dass sie brennen. Ich bin Bulle heißer als die Polizei erlaubt. Wirklich, so ein Spruch. Ich bin dran, ich bin dran. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, was die jetzt hier überhaupt können. Wir machen auf jeden Fall das hier. Da treffen wir zwei Leute mit, der eine ist schon fast tot. So, jetzt kommen wir. Wir müssen eigentlich... Oh ja, wir prügeln sie windelweich. Das war zu spät. Zack, erledigt. Wir brauchen Verstärkung! Jetzt schon. Oh shit, zwei schwarze Kinder, schnelle Meute! Was? Zwei schwarze Kinder? Wo ist denn... Wo ist das zweite schwarze Kind? Diese Behauptung. Ja, komm, den prügeln wir ein. Ha, halt still! Zack. Ja, Schwester! Tweak, lass das sein. So, Mysterio kommt jetzt auch. Und er macht den hier platt. Alter, wir haben alles geschafft. Alle geklickt. Sehr nice. Du hast das Recht, aufs Maul zu kriegen. Habe ich gar nicht. Gott sei Dank. Oh, verdammt. So, der nächste ist wieder tot. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten. Lass mich kurz gucken. Ich glaube, wir machen hier, oder? Verlangsamt und vereist. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Kriegst du unseren Liebeskuss? Unser Liebes-Eiskuss. Wir Gesetzeshüter in Aktion sind sicher aufregend für euch. Au! Oh, ja. Gott, oh Gott! Hey, ich lebe noch! Sag mal, chill mal ein bisschen. Gib mir hier mein Ding ab! Weichei. Damit ist er weg. Zack. Gut gemacht! Erledigt. Callgirl ist dran, ihr Hater! Fast tot. Und der ist dann tot. Okay, machen wir erstmal den hier platt. Ja. Sag Gerechtigkeit, du bist hiermit entfolgt. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Ja, aber was können wir jetzt mit Mysterio machen? Eigentlich, warte, wir könnten eventuell uns hier hinstellen und dann eine Technik machen. Los! Zack, dann ziehen wir den ein bisschen ran. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Ja, das geht. Blitzzeit!
Zack, erledigen. Ich kann nicht mehr. Ja, wir haben ihn auch gleich erledigt. Hey. Du bist verhaftet, Verbrecher. Der könnte sterben. Scheiße, diese Dinger sind gefährlich. So, wir könnten jetzt natürlich unsere Ultimate verwenden oder... Wir prügeln ihn einfach so windelweich. Geht ein bisschen schneller, wenn wir ihn so windelweich prügeln. Unausweichlich. Sehr gut. Noch mehr Bullen erledigt. Nochmal wieder 120. Ein paar Polizisten besiegt. Kriegen wir bald 50 EP für. Die ersten waren jetzt Glück schon angeschlagen. Voll die glorreiche Idee. Nix. So, einfach mal kaputt machen. Wir wollen nicht gefilmt werden. Okay, wir gehen mal in den Pausenraum. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendetwas finden oder machen können. Ich gucke mich mal ganz kurz überall um. Das hatten wir ja, glaube ich, alles schon mal. Ja, die Toilette ist erledigt. Da ist ein Häkchen dran. Wir brauchen die Toilette nicht mehr machen. Gehen wir mal bei den Frauen rein. Da oben, warte, da ist was im Spiegel. Wir haben was gefunden. Drogenfläschchen. Ja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Die Toilette haben wir noch nicht erledigt. Die Toilette haben wir auch noch nicht erledigt, aber ich will jetzt keine Toiletten erledigen. Wir müssen nämlich jetzt das Polizeirevier, ja, weiß nicht, infiltrieren, fertig machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen, okay? Ich weiß es nicht. Hallo. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen, wie ihr. Eure Freunde, eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Nigger! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Nigger! Das wird kein Zucker schlecken, aber wir zahlen's den Bullen heim. Jetzt weiß ich auch, wen er mit zweites schwarzes Kind meint. Hab ich vorher nicht begriffen. Oh, haben wir noch nicht. Können wir mal kaufen. Was haben wir sonst noch Schönes? Nicht wirklich was an, Interessanteres sonst. So, hier hatten wir auch schon alles. Ich muss mich nochmal überall umgucken. Einfach nur so. Gott. Ich fühle mich so unwohl hier. Ich muss hier wieder raus. Ich krieg da einen absoluten Vogel drinne. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Das werde ich dir gleich zeigen, mein schwarzer Homie. Da machen wir nämlich ganz einfach hier. Und dann machen wir hier kurz, ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Zeiteinhaltungsfurz. Toll. So, ihr wisst ja, wie es läuft. Zeiteinhaltungsfurz. Er will die Treppe nie hochlaufen. Okay, wir haben es noch. Oh, Gott sei Dank. Es hat geklappt. In der letzten Sekunde hat es noch geklappt. Gott sei Dank. Oh Mann, da ist noch einer. Ja, wir nutzen diese Tür. Okay, wir nutzen diese Tür wirklich. Da sind noch ein paar Beweise. Achso, nach oben. Ah, jetzt habe ich. Zack. Zack. Einmal bitte das Meerschweinchen aus dem Arsch schießen. Nein, das war nicht korrekt. Einmal bitte das scheiß Meerschweinchen aus dem scheiß Arsch schießen. Ich bitte drum. Hacken.
Haken. Chaos! Komm her, kleiner Lakai. Rein mit dir. Das arme Meerschwein. Ich bleib dabei. Oh, wow. Sehr gut. Danke. Okay. Ja, ich komme gleich. So, wir haben die Selbstschussanlagen, die ja normalerweise in jedem Polizeirevier immer da sind. Hi, ich bin's, Tauli. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, scheiße, bin gleich wieder da. Ach, Tauli, Mann. Tantulma Beschleunigungsrezept-Ding. Klebeband? Holding Cell? Alter, hey, nur schwarze. Holt uns raus. Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Okay, das ist abgesperrt. Schade. Okay, Token, wir müssen... Hey, du hast mich hier reingebracht. Was? Das sehe ich anders. Oh, hi. Du fragst dich bestimmt, wieso wir im Gefängnis sind. Tja, deine Mutter hat in einem Telefonat mit deiner Schule unsere afrikanische Abstammung erwähnt, die wir bis jetzt geheim gehalten haben. Du bist auf jeden Fall nicht daran schuld. Hey, nein, wegen dir bin deine ich doch Mutter hier drin, ist schuld, Arsch. Weil sie dumm und unvorsichtig ist. Ich meine, ist halb so schlimm. Hey, vielleicht kannst du uns hier rausholen. Ja, das wäre doch was, oder? Wow, das nenne ich mal ein Fest. Sie wollen die Verbrecher befreien! Wo du schon hier bist, kannst du vielleicht mal den Knopf da drücken. Runter, Boden! Hoppala. Vielleicht sollten wir den Alarm einfach nicht auslösen. Wir müssen uns merken, fürs nächste Mal nicht den Alarm auslösen. Ich sperre euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Mikroaggression? Nein? Okay, schade. Ach komm, warum nicht? Komm, schlag mich. Hey, lass den in Ruhe. Schlag mich. Jetzt will ich aber nicht mehr. Ich will hier nicht die ganze Zeit Damage bekommen. Du bist nicht dran. Das Wetter schlägt um. So. Wie starten wir das Ganze? Wir können natürlich hier auf diese Dinger gehen. Mache ich auch jetzt erstmal. Zack. Auf solche Partys habe ich keinen Bock. Schocken wir. Wir kümmern uns erstmal um eine Seite, wa? Ich mag diesen Rückstoß. Bam. Hey, ihr Selbstjustizler. Ich wünschte, mein Balk wäre so cool. Beine breit, Anarchisten. Bitte was? Oh, das sieht schmerzhaft aus, Neues. Ihr müsst durchgegriffen werden. Ja, stopp mir ihn das Maul. Okay, wir haben ganz schön auf die Fresse bekommen. Call Girl zieht ins Gefecht. Gib's zu, wir haben ganz schön auf die Fresse bekommen. Du wirst mich hassen. Ist das jetzt passiert, weil wir wirklich die ne? Es ist soweit. Und der ist weg. Angriff aus dem Hinterhalt. Zack. Jetzt kriegst du's mit mir zu tun. Er ist tot. Er ist tot, der ist hundertprozentig tot. Ah, genau, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung. Gern geschehen. Danke. Wegen dir habe ich jetzt eigentlich... Weißt du, wozu die Regierung gut ist? Für absolut gar nichts. Wollen dir alles vorschreiben und hören dich ab und so eine Scheiße. Fick diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Ja, Tauli ist gut. Wir haben es verstanden. Chill mal deine Nuggets, Alter. Ein Sturm zieht auf. Und Wetter fordern weitere Opfer. So, wir sind immer noch recht angeschlagen. Wird den da, glaube ich, erstmal zurückprügeln. Quatsch. So furchtlos. Wäre das mein Kind, wäre ich echt stolz. Tja, bin aber nicht dein Kind. Deine Meinung aus dir raus. Oha. Wir müssen langsam ein bisschen aufpassen. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung. Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Oder wir machen wieder Tweaks Wonderlove-Ding, aber wir machen das hier. Komm, wir machen den Flashmob von Callgirl. Operation F17. Ihr wisst brenzlig! Sehr schön. Aua, wir sind geschockt. Hier kommt dein Tod. Schalten wir den aus? Keine Gnade.
Zack. Alter, nochmal die Leiche ein bisschen herumschubsen. Wie sich das gehört halt, ne? Und den frieren wir dann ein. Dann dürfte er rein theoretisch gleich nicht angreifen, sondern wir dürfen gleich unseren Angriff machen. Das sollte dich bremsen. Und dann ist der sowieso schon weg. So, jetzt stellen wir uns hier. Ach, der ist sowieso schon gleich weg. Du schaffst so. Das, Wunderarsch. Schön zurückgestoßen. Sehr gut. Hat hier jemand ein Krolldoll gerufen? Ja. Rufe ich ständig. Okay, ich hab's schnell mal weggedrückt. Ich hab's aus Versehen eigentlich weggedrückt, aber ich tue einfach mal so, als ob ich schnell mal weggedrückt hab. Yay, gewonnen! Noch mehr Polizisten zusammengeschlagen. Hyperglas. Hyper. Glas. So, noch zwei Polizisten, dann kriegen wir unsere 50 EP. Okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Nein, Mann, wir gehen nicht. Oh. Arrestzellenzugangskarte. Oh, warte, Arrestzellenzugangskarte. Ja, das müsste doch eigentlich dann hier, ne? Ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen. So. Engen Raum. Mit Zeug drinne. Sieht aber nicht so aus, als ob wir hier irgendwas machen können, oder? Nope. Könnten natürlich nochmal wieder für ein bisschen Schrott. Einfach mal kaputt machen. So, wir haben jetzt diese Zugangskarte für die Arrestzellen. Achso, Zellendor. Dann kommt es mal raus. Ist doch egal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen? Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Oh. Hey Mann, das mit der Regierung war nicht so gemeint. Die sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die ganz cool. Bleib locker, Mann. Die hören das gerade alles ab. Verhalte dich ganz normal. Scheiße, wahrscheinlich verfolgen sie diesen Anruf zurück. Ich verbiss mich. Alles klar, Tauli, weiß ich Bescheid. Oh Mann, das ist so doof hier. Warum ist das also doof? Wir können hier was betreten. Da liegt eine Knarre. Völlig normal. Ah, ich glaube, wir sind jetzt im Beweismittelraum. Oder? Okay, dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen... Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Wir sind eindeutig im Beweismittelraum. Der vorher nämlich abgesperrt war. Lalalala. Lied des betrunkenen Ritters. Nehmen wir mit. Nehmen wir. Okay, dürfen wir nicht mitnehmen. Irgendwie müssen wir noch da oben hinkommen. Hier. Vielleicht nehmen wir die Leiter mal so, wa? Vielleicht hilft das mehr? Ja, natürlich hilft das mehr. Ich pfeife. Na, macht nichts. Wir haben es ja jetzt hinbekommen. Meins? Glas mit Blut und Babyfark. McKee Sack. So, einmal aufgeschlossen. Sehr schön. Einmal eine Runde gegangen. Und dann wollen wir weiter den Officer verfolgen. Ist das eigentlich echt legal gewesen, dass wir jetzt wieder alle befreit haben? Ich meine, klar, die waren schwarz, aber trotzdem. Exit und... Oh, hier geht's noch weiter. Das sieht auf jeden Fall... Au! 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 Du bist tot! Au! Alles klar. Ja. Sollte man so nicht machen?